Ja, hallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen. Ich bin der Chris und ich bin heute auf einer sehr besonderen Tour unterwegs, weil ich bin heute mal wieder mit dem Tiroler unterwegs und diesmal aber nicht nur auf Bushcraft, sondern diesmal haben wir einen ganz besonderen Ort für euch und das wird spannend. Da hat man früher die Hexen reingesteckt, natürlich. Oder? Ja, ja. Der Ofen hat so was Ähnliches. Schauen wir mal, was da Lüftung schafft. Boah, da könnte man sich jedenfalls kratzen. Ja, Leute, wisst ihr schon, wo wir sind? Schon erraten, was das sein könnte? Ja, ihr werdet es gleich sehen. Thank you.
So Leute, ich denke, ihr könnt hier vielleicht schon mal ein bisschen was erahnen, wo wir uns hier gerade befinden. Aber noch verrate ich es euch nicht. Ihr müsst schon noch ein bisschen warten und raten. So, ich denke, das ist relativ klar, was das hier ist. Das sind nämlich Duschen. Ganz genau. Und was glaubt ihr, was das war? Jetzt ist es klar, oder? Hier die Sauna. Und hier das Tauchbecken. So Leute, und jetzt zum ersten Grand-Finale von dem ersten Gebäude. Das ist aber auch das deutlich kleinere. Und jetzt dürfte es dann wohl klar sein, worum es sich hier handelt. Die Schwimmhalle. Hier nochmal duschen. Und die großen Glasfassaden hinaus ins Freie. So, wir befinden uns jetzt im Übergang zum eigentlichen Hauptgebäude dieser Anlage. Ja, ihr ahnt es vielleicht schon. Wir befinden uns hier in einem früheren Hotel. Allerdings hat dieses Haus noch eine viel, viel ältere Geschichte, zu der wir dann später sicher auch noch kommen werden. An geeigneter Stelle. Stellt mich nicht beim Duschen her. So, verschreckt es mich nicht so. Wahnsinn, kann man nicht einmal da ein bisschen Privatsphäre haben. Wahnsinn.
Grüß euch! Komm mal weg! Ja Leute, da glaubt man, man geht irgendwo an einen alten, verlassenen Ort. Und was passiert? Es ist eine andere Gruppe noch mit unterwegs mit uns. Wir haben uns jetzt zusammengetan und werden jetzt den Rest des Hauses ein bisschen gemeinsam erkunden. Mal schauen, was wir noch so finden werden. So, wir sind jetzt im Keller dieses Gebäudes, dieses alten Hotels. Boah, krass, irgendeine alte Werkstatt. Noch mit der Werkzeugwand. Ja, und jetzt schauen wir noch ein bisschen weiter durch den Keller und dann werde ich euch mal ein bisschen etwas zur Geschichte dieses Hauses erzählen. So, dann schauen wir mal, wo es da hingeht. Ja, das würde ich sagen. Schaut sehr nach Küche aus. Wahrscheinlich die Hauptküche. Ein alter Ofen. Also da sind wir definitiv in der Küche unterwegs. Ja, also definitiv Küche. Kommt gleich! Das ist ein geiler Aufzug übrigens. Das hat eine richtig coole Türe. Das dürfte auch der Aufzugsschacht sein, was wir da vor oben gesehen haben, da die offene. Ja. Ja. Haupteingang mit der Rezeption. Und einem ganz neuwertigen Aufzug. Topmodern, ausgestattet, einladend.
Nur ist er leer, ne? Die Büroräume hinter der Rezeption, wie üblich. Und der Tiroler versucht gerade den Safe zu knacken. Okay, doch nicht mit Reichtum. Doch, Freunde. Ja, nehmen wir hochklappen, meine Rostige. Ja, yeah, die reißt uns raus. Ja, die gehen wir lieber oben ins sichere Fach rein. Die ist schon sehr wertvoll, gell? Ja. So. Machen wir jetzt so. Noch ein paar Sanitärräume. Könnte man wieder eine Reinigung vertragen zwischendurch. So wie die meisten Sanitärräume da. Automagazine. Schauen wir mal, von wann die sind. Herbst 1998. Also die liegen schon durchaus etwas länger hier. Neuwertiges Freizeitmöbel. Der Weinkeller. Ganz offensichtlich. Hier haben wir ein wunderschönes Beispiel für Management bei Chaos. Ob in den Akten noch irgendwer was findet, ich wage es zu bezweifeln. Wir sind jetzt in irgendeinem Behandlungsbereich, Krankenstation, wie auch immer. Steht noch irgendein medizinisches Gerät herum, von dem wir nicht wissen, was das sein soll. Vielleicht hat er von euch wer eine Ahnung oder eine Idee. Und da vorne habe ich jetzt gleich mal eine Überraschung für euch. Und die Geschichte dazu dürft ihr euch jetzt selbst ausdenken. Ja Leute, wir sind mit dem Abendessen jetzt auch schon fertig. Der Hobo ist aus und schon langsam wird es jetzt auch wirklich richtig frisch. Es wird also jetzt schon langsam Zeit, uns in die Waagerechte zu begeben. Davor möchte ich euch aber noch so ein paar Fakten über dieses Anwesen hier mitgeben. Ein bisschen geschichtlichen Hintergrund. Aber allem voran möchte ich an dieser Stelle noch einen Gruß loswerden, und zwar an die Jungs von Survival Ost. Herzliche Gratulation zu 250 plus Abonnenten. Spitzenklasse, top, macht's weiter so Jungs, macht immer wieder riesen Spaß, euren Videos zu folgen und auf euren Touren mit dabei zu sein. In dem Sinne natürlich der standesgemäße Gruß. Horido und auch einen Gruß an den Oberst Schädel.
Ja, damit sollte auch euren Bedingungen für die Videoantwort Genüge getan sein. Wir machen hier heute einen Overnighter, wie gesagt. Lager ist schon aufgebaut, die Hängematten hängen, die Tabs sind aufgespannt und wir werden uns jetzt dann wirklich bald niederlegen. Aber davor, wie gesagt, noch ein paar historische Fakten zu diesem Anwesen hier. Was ihr schon mitbekommen habt, ist die letzte Nutzung oder die letzte offizielle Nutzung dieser Anlage war eben ein Hotel. Bis ins Jahr 2002, seitdem steht das Gebäude leer. Wurde dann danach noch kurz einmal in einem Fall von Animal Hoarding verwickelt. Illegale Tierhaltung, Massentierhaltung hier auf diesem Gelände. Ein eher unschönes und unrühmliches Ende. Und ja, das Interessante an dem Ganzen ist aber eigentlich ja die Geschichte dieses Anwesens hier. Weil das erste Gebäude, das Hauptgebäude, wurde gebaut bereits im Jahr 1903 als Lungenheilanstalt. Und war dann schon wenige Jahre später international bekannt, sodass sogar teilweise Patienten aus Übersee hierher gekommen sind, um sich behandeln zu lassen. Vor allen Dingen Tuberkulose war eine Krankheit, die hier sehr viel behandelt wurde. Und das Ganze ging dann eigentlich bis zur Machtübernahme durch die Nationalsozialisten vor dem Zweiten Weltkrieg. Da wurde diese Heilanstalt enteignet, wurde dann während den Kriegsjahren genutzt als Lazarett, als Krankenanstalt für verletzte Soldaten, Kriegsversehrte. Wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg als Kinderkrankenheim verwendet. Hier wurden insgesamt ca. 4000 Kinder nach dem Krieg wieder aufgepäppelt. Kinder, die wirklich ausgehungert waren, die schwer vom Krieg gezeichnet waren. Denen hat man hier geholfen. Später ging das Ganze in das Eigentum des Österreichischen Gewerkschaftsbundes über. Man hat hier quasi eine Kuranstalt unterhalten für einige Zeit, bevor es dann eben schlussendlich als Hotel genutzt wurde bzw. stark umgebaut wurde, und um dann eben als Hotel genutzt zu werden. Das Ganze ging dann bis 2002 ganz gut. Es wurde ja zwischendrin auch diese Schwimmhalle gebaut. Und die hat das Ganze aber dann irgendwann schlussendlich unrentabel gemacht und dann in weiterer Folge wahrscheinlich auch dazu geführt, dass das Hotel dann schlussendlich in Konkurs gegangen ist. Und seitdem steht eben seit dem Jahr 2002 dieses ganze Anwesen, diese ganze Anlage leer. Und ja, ist heute ein Lost Place, ein, wie ich finde, sehr spannender und interessanter. Ich werde euch nicht verraten, was das genau ist, wo es ist. Es ist zwar ein sehr bekannter Spot, also ich bin mir sicher, wenn ihr ein bisschen Vergleiche anstellt, werdet ihr wahrscheinlich herausfinden, wo wir hier heute unterwegs sind. Aber wie ihr auch im Video schon gesehen habt, dieser Ort ist schon sehr stark vom Vandalismus auch betroffen. Und ich möchte das eigentlich nicht weiter fördern. Wer ernsthaft daran interessiert ist, sich aus historischer Sicht diesen Platz anzusehen und diesen Platz auch so zu verlassen, wie er ihn vorgefunden hat, der ist natürlich herzlich willkommen, hier entsprechende Recherchen anzustellen und herauszufinden, wo sich das Ganze hier befindet. Aber ich möchte, wie gesagt, dem Vandalismus hier keinen Vorschub leisten. Und dementsprechend werde ich euch leider nicht verraten, wo wir hier heute unterwegs sind. Ja, in dem Sinne werde ich es auch gut sein lassen. Es wird jetzt echt kalt. Und
Man sollte nicht durchgefroren in den Schlafsack schlüpfen, das ist nicht gut. Ja, und dementsprechend werde ich es jetzt für heute gut sein lassen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, Leute. Wir sehen uns dann morgen in der Früh zum Frühstück wieder. Bis dahin. Guten Morgen, Leute. Ja, mittlerweile ist Samstag. Die erste Nacht in der Hängematte, erstaunlich gut. Muss ich sagen, ich habe echt richtig gut geschlafen. Hätte ich so nicht erwartet. Schlafsack hat schon warm gehalten, Isomatte auch. Zumindest solange ich draufgelegen bin und nicht irgendwie seitlich komplett weggerutscht, weil ich mich mal wieder irgendwo in der Nacht herumgedreht habe. Ja, jetzt gibt es noch Frühstück und natürlich noch einen kleinen Lagerrundgang zum Abschluss. Und ja, dann war es das auch schon wieder für heute. Dann werden wir die Heimreise antreten. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch schon mal alles Gute. Viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Ich habe eine beschissene Aufnahme gemacht, da ist eine Wurst in der Toilette. Was? Eine getrocknete Wurst. Eine im wahrsten Sinne beschissene Aufnahme, ja? Der Randall wird hier da hinten. Natürlich!